Benno ohne Sorg. Wer vertuschte den Mord? Aber das Gestern hört auch nicht auf, unser Land zu bestimmen. Die Mauer wirkt ebenso nach wie das Dritte Reich. Und dazwischen liegen die 68er-Proteste und die RAF und dicker deutscher Nebel. Wir wissen, alles begann mit einem Schuss während des Schah-Besuchs 1977. Pelzmäntel, Glamour und dann diese störenden, protestierenden Studenten. Es sagt etwas über unser Land, dass die Wahrheit über den Tod des Westberliner Studenten Benno Ohnesorg offenbar bis heute nur portionsweise ans Licht kommt. Lange kursierte die Lüge von der Notwehr des Westberliner Polizisten Karl-Heinz Kurras. Tatsächlich aber trifft er den 26-jährigen Ohnesorg mit einem Pistolenschuss aus kurzer Distanz tödlich in den Hinterkopf. Und dann wieder ein Puzzleteil. 2009 findet man in den Archiven der ehemaligen Gaukbehörde Beweise. Kurras war bei der Stasi, also für den Osten unterwegs. Und jetzt kommt heraus, auch die Westberliner Polizei hat mitgemischt. Clemens Rieha mit neuen Erkenntnissen. Berlin, Krumme Straße 66. Kein normaler Hinterhof, ein Tatort. Hier wurde vor 45 Jahren der Student Benno Ohnesorg erschossen. Ein Augenzeuge sagte zu mir im Gespräch, nach dem Schuss sei es so gewesen, man habe Kurras und seine Leute haben Ohnesorg da liegen lassen, wie ein angeschossenes Wild. Dann ist alles, was nach dem Schuss passiert ist, auf so makabre Art und Weise vertuscht worden, dass ich als Verschwörungstheoretiker bezeichnet wurde, als ich angefangen habe, diese Sachen aufzudecken. Journalist Peter Wensierski und Buchautor Uwe Sukup. Seit Jahren erforschen sie die Hintergründe der Schüsse auf Benno Ohnesorg. An die 300 Fotos vom Tatort haben sie gesammelt und jetzt erstmals digital analysiert, Zentimeter für Zentimeter. Und dies hier ist Benno Ohnesorg mit einem knallroten Hemd, beigefarbener Hose und charakteristisch für ihn hier unten seine Sandalen ohne Strümpfe, Jesuslatschen. Prügelorgien auf dem Hinterhof unmittelbar vor dem tödlichen Schuss und eine bisher nie entdeckte Spur von Ohnesorg. Wenn man hier bei diesem Bild näher heranfährt an die Stelle, sieht man hinten die Füße einiger Polizeibeamter. Und man erkennt auch wieder die Sandalen mit nackten Füßen von Benno Ohnesorg. Er steht hier noch, auch hier in diesem Moment lebt er noch, er steht noch, ist umringt von lauter Polizeibeamten. Einer der Beamten vor Ort ist Karl-Heinz Kurras, hier auf dem Schießstand. Ein Privatfoto, geschossen von Wolfgang Schöne. Der war damals Fotoreporter bei Axel Springer, stand Kurras nahe und besuchte ihn kurz nach dem Todesschuss. Er hat gesagt, er ist im Innenhof gewesen, die Studenten sind hinterhergekommen, der Hof war voll von Menschen, er ist von mehreren Leuten umringt worden und hat sowas wie ein Messerblitzen sehen. So erzählt es Kurras später auch vor Gericht und wird freigesprochen. Zeugen bleiben ungehört, Beweise werden unterschlagen. Die Ermittler hätten diese Aufnahmen eines Fernsehkameramannes schon damals sichten können und dann dieselben unglaublichen Entdeckungen gemacht wie jetzt Sukup und Wensierski. Vor dem hellen Käfer zeichnet sich diese Gestalt ab mit einer Pistole in der Hand. Es ist zweifelsfrei Karl-Heinz Kurras und es ist zweifelsfrei seine Waffe. Er hat sie einem ausgestreckten Arm gezogen, geht vom Rasen, kommt mehrere Meter, völlig frei, unbedrängt, nicht in Notwehr, auf die Gruppe zu. Benno Ohnesorg, so hat Sukup weiter recherchiert, wurde bereits von Polizisten verprügelt, als Kurras mit seiner Pistole dazukam. Das müsste dann etwa hier gewesen sein. Und dass er etwa irgendwie so in der Hocke ist. Und nach Zeugenaussagen ist es so gewesen, dass er sich die Hände über dem Kopf hält und aufhören gerufen hat. Und andere Zeugen sagen auch, dass er gerufen hat, bitte nicht schießen. War es eine gezielte Tötung? Auch Fotoreporter Schöne war dabei in jener Nacht. Und dann bin ich wieder reingelaufen und sehe da jemand auf dem Boden liegen, habe mich umgedreht und habe ein Foto gemacht. Doch sein Foto zeigt nur die halbe Wahrheit. Es war immer nur so veröffentlicht. Ja? Und tatsächlich zeigt es aber hier am Rand Karl-Heinz Kurras
und es zeigt seinen Vorgesetzten, beide ganz klar deutlich, zusammen um das Opfer stehend. Vor Gericht bestritten beide, sich begegnet zu sein, und auch Schöne will Kuras nicht gesehen haben, trotz des Fotos. Ja, das ist auf dem Negativ ja kaum zu sehen hier, das ist ja ein Futzelchen. Seinen Bekannten Kuras einfach übersehen? Schöne schoss jede Woche mit ihm. Dubios, auch die Polizei schnitt Kuras auf ihren Abzügen einfach ab. Ich möchte fast vermuten, dass dort im Labor möglicherweise genauso ein Unsinn passiert ist wie auf diesen Fotos hier, dass Teile von den Fotos, die unwichtig erschienen sind, weggelassen worden sind. Der Todesschütze unwichtig? An Zufälle glaubt Wensiaski nicht. Nochmals Kuras. Kurz nach seinem Schuss brüllt er Reporter an, sie sollen den Hof verlassen. Ohne Sorg wird abtransportiert und die Vertuschung geht weiter, jetzt an der Leiche des Studenten. Was dann geschah im OP-Saal ist, dass ein Teil seiner Schädeldecke entfernt wurde, nämlich genau die Stelle des Einschusses, und verschwunden blieb in dieser Nacht. Der Totenschein nennt als Todesursache stumpfe Gewalt. Als Gerichtsmediziner Volkmar Schneider am nächsten Tag ohne Sorg obduziert, ist die Kopfhaut über der manipulierten Wunde gar zugenäht. Und hier an der rechten Seite, im Zentrum etwa 7 Zentimeter oberhalb des rechten Ohres, was hier anzunehmen wäre, finden wir die Einschusslücke von den Rändern, die also erweitert sind durch Einsatz einer Knochenzange offensichtlich. Hier ist also die eigentliche Schusslücke, die Einschusslücke gewesen. Und alles, was hier so zackig ist, das ist also erweitert worden. Was macht das für einen Sinn, jetzt diese Schusslücke zu erweitern? Ich kann da keinen rechten Sinn erkennen. Es sei denn, man wollte die eigentliche Todesursache verschleiern. Der Schädel von Benno ohne Sorg, da sind sich Wensiaski und Sukup sicher, liegt immer noch im Berliner Institut für Gerichtsmedizin. Dort will man das weder bestätigen noch dementieren. Überhaupt seien die Asservate in einem schlechten Zustand. Dann folgt der Rausschmiss. Der Schädel von Benno ohne Sorg ist so wichtig, als dass er in irgendwelchen Kisten hier unten im Keller durcheinander aufbewahrt werden soll. Die beiden werden nicht locker lassen. Fordern, dass der Schädel gesucht, gefunden und endlich bestattet wird. So wie ohne Sorg im Juni 1967. Und wenn man diesen Fall genau analysiert, denke ich, kann man da eigentlich eine Menge lernen für die Gegenwart und die Zukunft. Und das Wichtigste ist, denke ich, dass man niemals Dinge vertuschen und verschleiern darf, in dem Glauben, das hilft. Genau das Gegenteil passiert. Das zeigt der Fall ohne Sorg. Es wird alles noch schlimmer. Tausende gaben ohne Sorg das letzte Geleit. Dann waren die friedlichen Zeiten endgültig vorbei. Der Schuss und all die Lügen trieben viele in Gewalt und Terrorismus. Aufgeklärt ist der Fall bis heute nicht. 45 Jahre sind vergangen.